Ja, wunderbar. Schön, dass so viele Menschen hier sind und sich offensichtlich für Menschen interessieren. Denn das ist es, worum es in meinem Vortrag im Wesentlichen gehen wird. Bevor ich jetzt lang und breit erkläre, warum ich einen Vortrag über Agile Coaches als Mobbingtreiber halte, lasst mal kurz diesen Satz auf euch wirken. Mit diesem Satz hat mich im Januar ein Kollege begrüßt. Ich lief da so bei einem Kunden über den Gang, dachte an nichts Böses. Plötzlich kam so von hinten so eine Hand über die Schulter und mein: Hey, na, wie ist es? Was geht? Wie geht's? Na, weißt du, was ich heute gemacht habe? Und dann kam dieses Statement: Ich habe einen Introvertierten geheilt. Ja, das bin ich erstmal kurz stehen geblieben, weil das sind so Sätze, die muss man erstmal verarbeiten. Ne? Und dann habe ich die Hand also von meiner Schulter entfernt, habe die nächste Toilette aufgesucht und als Brüllraum benutzt. Das ist etwas da, also Brüllraum ist ein sehr, sehr wichtiges Konzept im modernen Unternehmen. Das ist quasi ein Raum, in den kann man gehen und mal brüllen. Sehr, sehr laut schreien, wenn einem danach ist. Leider bieten noch nicht viele Unternehmen das an. Ich glaube, es würde aber an der einen oder anderen Stelle zur Deemotionalisierung von Situationen sehr helfen. Ja, nichtsdestotrotz, ich fand diesen Satz irre, und zwar unter mehreren Gesichtspunkten. Das eine ist, der Mensch hatte offensichtlich keinerlei Ahnung, was Introversion ist. Der hat einfach jemanden motiviert, der eigentlich schüchtern ist, mal vor einer Gruppe im Daily Stand-up zwei Worte zu sagen. Drei: Ich hab nix. Ne, das kann man dann schon als die Heilung eines Introvertierten betrachten, oder halt einfach nur ein schüchterner Mensch hat vor einer Gruppe mal drei Worte gesagt. Kurz zur Definition: Also introvertierte Menschen sind Menschen, die, wenn sie sich erholen wollen, nicht zur Love Parade fahren, sondern sich zu Hause irgendwo einigeln, ein Buch lesen und aus dem Alleinsein ihre Energie, ihre Akkus aufladen. Extrovertierte Menschen sind Menschen, die fahren zum Akku aufladen auf die Love Parade. Ich kann nicht daran, ob ein Mensch schüchtern ist, erkennen, ob er introvertiert oder extrovertiert ist. Das sind zwei Dinge, die haben nichts miteinander zu tun. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Leute, die halten vor Publikum Vorträge und sind extrem introvertiert. Ne? Also, das muss. Nichtsdestotrotz hat mich aber dieser Satz dazu bewogen, mich mal mit diesem Thema: Wie gehen agile Coaches eigentlich mit Dingen um, die sie nicht so ganz durchdrungen haben? Mich damit mal zu beschäftigen. Und ich habe das dann gemacht und habe festgestellt, es gibt sehr, sehr viele Situationen, in denen die Handlungen von agilen Coaches tatsächlich in einer Organisation Mechanismen auslösen, die man als Mobbing verstehen kann. Jetzt gestehe ich den Agile Coaches als Spezies, manchmal bin ich ja auch einer, durchaus zu, das nicht mit Absicht zu tun, sondern das durchaus unabsichtlich auszulösen. Nichtsdestotrotz ist das für die Leute, die betroffen sind, völlig egal, ob da jemand das absichtlich oder unabsichtlich gemacht hat. Und da sind wir schon bei einem ersten wesentlichen Punkt. Ach, eins noch. Ich erzähle euch jetzt gleich ein paar Geschichten, die ich zum Teil ja miterleben konnte. Ich will nicht sagen durfte, weil das sehe ich nicht als Privileg. Sollte da ab und zu meine Stimme mal etwas schwanken, es gibt Dinge, die wühlen mich immer noch auf, auch wenn ich sie jetzt zum vierten oder fünften Mal erzähle. Insofern seht mir das eventuell nach. Okay, also das Missverständnis, über das ich sprechen wollte oder sich erstmal erklären wollte, ist: Die meisten Leute sehen im Mobbing immer eine Täter-Opfer-Beziehung in der Form, dass es jemanden gibt, der da irgendwie gemobbt wird, und jemanden, der gezielt diesen Menschen unterdrücken möchte, mobben möchte und so weiter und so fort. Kann man sich damit beschäftigen? Gibt einen schönen Wikipedia-Artikel, wo Mobbing mal definiert ist. Was ist das eigentlich? Schikanieren, quälen, verletzen eines einzelnen Menschen durch eine beliebige Art von Gruppe. Die beliebige Art von Gruppe kann im blödesten Fall auch ein anderer Einzelner sein. Das gibt es durchaus. Und was sind so typische Mobbing-Handlungen? Demütigungen, falsche Tatsachenbehauptungen, Zuweisen sinnloser Aufgaben, Gewaltandrohung, soziale Isolation, ständige Kritik an der Arbeit und so weiter und so fort. Ist ein Thema, das ist relativ breit untersucht. Was jetzt
ein Punkt ist, den viele Leute durcheinander bringen, es braucht für Mobbing keinen bewussten Täter. Also es braucht niemanden, der das Ziel hat, einen anderen Mensch zu mobben. Es reicht schon, dass man völlig unbewusst Dinge tut, die ein anderer Mensch als Mobbing erlebt, dass Mobbing passiert. Und das ist was, das kann man an der einen oder anderen Stelle bei der Einführung agiler Methoden und agiler Praktiken, bei der Einführung von New Work, ich fasse es mal etwas größer, in Unternehmen durchaus beobachten. Ich habe euch da jetzt mal ein paar Beispiele mitgebracht. Ja, mein Presenter mobbt mich gerade. Mobbing-Techniken für agile Coaches. Falls sich jetzt jemand angesprochen fühlen sollte durch die ein oder andere Technik. Also generell gilt an der Stelle, wer sich angesprochen fühlt, ist gemeint. Wenn ihr irgendetwas erkennt, dass euch das schon mal passiert ist, auf welcher Seite auch immer, dann denkt bitte drüber nach. Und wenn nach dem Vortrag drei Leute heute hier rausgehen und in Zukunft ein bisschen besser darauf achten, wie das ein oder andere so im sozialen Gesamtgefüge wirkt, dann habe ich heute unheimlich viel erreicht. Aber was sind denn jetzt so diese typischen Mobbing-Techniken für agile Coaches? Fangen wir mal an. Ausgrenzung durch Achtsamkeit. Achtsamkeit ist cool. Achtsamkeit ist toll. Kann man jetzt im Sechserpack kaufen. In jedem Supermarkt bietet mittlerweile Achtsamkeitstrainings an. Ob auf DVD oder in Form von Spotify-Gutscheinen, dass man sich die nächsten Podcasts streamen kann. Gibt es weit verbreitet. Das Schöne ist, Achtsamkeit, wenn man das erstmal liest, was das ist, ist das ein Konzept, da kann man als Mensch, der geistig gesund ist, nicht sagen, das finde ich doof. Man kann eigentlich nicht gegen Achtsamkeit sein. Das Problem bei Achtsamkeit ist ein ganz anderes. Achtsamkeit ist was extrem Persönliches. Wenn man sich mal anguckt, wo das Thema, die Idee von Achtsamkeit herkommt, Ferner Osten, die buddhistischen Philosophien, die dahinter stecken. Das ist immer eine Sache, die sich auf das Individuum bezieht. Blöderweise hat die westliche Gesellschaft auch die Achtsamkeit zu industrialisieren verstanden, sodass wir heute Achtsamkeit tatsächlich behandeln wie Stück Gut. Ja, man macht ein Achtsamkeitstraining mit einem Team und anschließend funktioniert dieses Team besser. Und wer sich dem Achtsamkeitstraining widersetzt, der hat es A noch nicht verstanden und ist B überhaupt in unserer Kultur überhaupt nicht als Mensch zu gebrauchen. Das Gemeine ist, wenn jetzt Teams anfangen oder wenn jetzt Teams trainiert werden, achtsam zu sein, dann kann da was passieren, was dem Teamgedanken nicht unbedingt förderlich ist. Und ich habe das in einem Team tatsächlich mal erlebt, wo eine Person dabei war, die mit der Art von wie Achtsamkeit von einem Trainer dort eingeführt worden ist und wie Achtsamkeit dann dort praktiziert werden sollte, nichts anfangen konnte und ein ehemals gut zusammenarbeitendes Team dann tatsächlich durch Achtsamkeit wunderbar gespalten wurde, weil es gab plötzlich jemanden, der vorher mit allen super konnte, der aber für sich mit diesen Achtsamkeitsübungen, mit diesen Achtsamkeitspraktiken, die dort gelebt werden sollten, einfach nichts anfangen konnte, weil er es für sich anders empfunden hat. Und ja, das hat dann halt dazu geführt, dass es das ehemals funktionierende Team plötzlich 6 Leute plus 1 waren und der Keil, der zwischen die Leute getrieben wurde, war Achtsamkeit. Nicht die Achtsamkeit, die die Buddhisten sich überlegt haben, sondern die wunderbar technisierte, durchprogrammierte, industrialisierte Achtsamkeit, die wir heute im Sechserpack bei Real und Kaufland kaufen können. Vielleicht sollte ich noch eins dazu sagen. Bei den folgenden Mobbing-Techniken geht es mir nie um das, was auf der Seite steht, außer bei einem, das werde ich dann explizit sagen, sondern es geht mir immer um das, was die Konsequenz sein kann, wenn es nicht funktioniert, also das, was auf der Seite steht. Ne? Ihr kennt das Muster, links über rechts. Eine Zwischenfrage. Nur ganz kurz, Entschuldigung, gibt es ein Beispiel für industrialisierte Achtsamkeit, was gerade passen könnte hier für mich als Erklärung? Also ich will jetzt keine Unternehmensnamen nennen, aber es gibt Unternehmen, die führen Achtsamkeitstrainings ein, um die Effizienz ihrer Mitarbeiter zu steigern. Wenn man danach googelt,
Achtsamkeit, Effizienz, Training findet man jede Menge. Auch Unternehmen, wie gesagt, ich will jetzt hier keine Namen nennen, auch in deutschen Unternehmen gibt es das schon. Es ist ganz spannend, sich mal unter der Prämisse damit zu beschäftigen. Also Achtsamkeit wird wirklich als nicht als etwas, was Menschen individuell erfahren betrachtet, sondern als etwas, womit man die Effizienz der Leute steigern kann. Das ist vor dem Gedanken, der eigentlich in dem Thema Achtsamkeit drinsteckt, eine ziemlich kritische Geschichte. So, das nächste, das wird jetzt die härteste Geschichte, die ich euch erzählen werde. Soziopathie durch positive Psychologie. Also positive Psychologie ist so meine persönliche Nemesis, muss ich sagen. Das ist auch das Einzige, wo ich auch auf der rechten Seite sagen würde, das ist unter allen Umständen zu vermeiden. Denn es ist ein Konzept, das derartig menschenverachtend ist, das geht kaum schlimmer. Was kann positive Psychologie so anrichten? Also positive Psychologie ist, wenn man das liest, was der Herr Seligmann und Konsorten da erdacht haben, erstmal etwas, da fällt es einem auch schwer dagegen zu sein. Ne? Also Menschen streben nach Glück. Glück ist der Maßstab dessen, welche Erfüllung wir im Leben finden und so weiter und so fort. Es gibt ein paar Scheinexperimente und ein paar Scheinstudien, die dazu gemacht worden sind, die von den nicht positiven Psychologen zum größten Teil dekonstruiert wurden. Das Schönste hat mal Barbara Ehrenreich gemacht. Die hat auf so einem Positivpsychologie-Kongress gefragt, warum denn nur das eine Ergebnis einer Studie veröffentlicht wurde, wonach ein Effekt eintritt, nämlich der Effekt, wenn ich positiv denke, wirkt sich das auf mein Immunsystem positiv aus, warum nur dieser Effekt veröffentlicht wurde. Und die 10 Experimente, wo dieser Effekt nicht eingetreten ist beim positiven Denken, nicht. Die Antwort der Wissenschaftler war, für ein Nullergebnis bekommt man keinen Templeton-Preis. Macht so ein bisschen das Mindset in der Positiv-Psychologie-Community klar. Ursprünglich kommt so aus der Ecke, wie kann ich Soldaten enttraumatisieren und sie sofort wieder in den Irak zu schicken? Also wie kann ich dafür sorgen, dass das Gedächtnis gelöscht wird, was die Leute haben? Also ziemlich spannende Geschichte, aber auch das gibt es mittlerweile recht preisgünstig in Form von Wochenendkursen im Supermarkt zu erwerben. Man macht irgendwie so 5 Monate Wochenendkurse, 5, 6 Seminare und anschließend ist man positiver Psychologe und hat all die Dinge, die die echten Psychologen im Studium als tu es nicht unter keinen Umständen und fass es nur mit spitzen Fingern an, die hat man dann gelernt, wie man Menschen in den Kopf greifen kann und im Kopf Chaos anrichten kann. Und da passieren dann halt Dinge, die man so nicht geplant hat. Wenn man kein ausgebildeter Psychologe ist, sondern halt nur Positivpsychologe in Form von Wochenendseminaren. Da kann es nämlich passieren, dass man in einer Firma als agiler Coach positive Psychologie einführt und die Leute begeistert sind und finden das cool. Man trinkt Positivity, gibt es tatsächlich zu kaufen, also Tee, Positivity. Macht so seine Positivitätsübungen und identifiziert sich mit all dem Glück, das man sammeln kann. Und hat nicht auf dem Schirm, dass es Menschen gibt, die bei sowas anders getriggert werden. Und ich habe das in einem Unternehmen erlebt, wo das eingeführt worden ist, wo eines Tages eine Führungskraft kam. Ich muss mich mal auf die Seite nehmen, ich habe da ein Problem. Und habe ich gesagt, was hast du denn für ein Problem? Ja, ich habe eine Mitarbeiterin, die kam letztens zu mir, hat ihren Arm auf den Tisch gelegt und hat ihr Hemd aufgeknöpft und hat mir ihre Markierungen gezeigt. Ohne es jetzt weiter zu vertiefen, diesem Mensch, dieser Führungskraft, ging das ziemlich an die Nieren, weil da ist eine Mitarbeiterin durch die Aktivitäten der Positivpsychologen zu selbstverletzendem Verhalten getriggert worden. Das ist heftig. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr sowas schon mal erlebt habt bei Menschen, da gibt es Menschen, die verletzen sich selbst. Und die Positivpsychologen haben mit ihrer Positivität genau dieses Verhalten getriggert. Jetzt ist es erstmal bewundernswert, dass ein Mensch, dem das passiert, der dieses Verhalten zeigt, sich jemandem anvertraut. Dafür muss man Hochachtung haben. Das konnte die auch nur machen, weil die schon mal eine Therapie diesbezüglich hatte. Umso schlimmer ist es, dass es ein Unternehmen toleriert, dass solche Aktivitäten stattfinden, die dazu führen, dass so ein Mensch wieder in so eine Richtung getriggert wird. Das hatte jetzt 2 sehr unangenehme Konsequenzen. Konsequenz 1,
Für diesen Mensch, für diese Frau, die da getriggert wurde, war das eine Katastrophe, weil alles das, was ich schon mal erreicht hatte, in Hinsicht, ich habe diesen Impuls unter Kontrolle, war weg. Man setzt also den Mensch wieder auf Null. Für die Führungskraft ist es auch ziemlicher Mist, weil das hat arbeitsrechtliche Konsequenzen. Wenn ich sowas weiß als Führungskraft, dann gilt der Grundsatz, der Arbeitgeber ist unter anderem dafür zuständig, dass die Leute körperlich unversehrt von ihrem Arbeitsplatz gehen können. Was macht man dann damit? Naja, man redet halt mit den Leuten, die es auslösen. Und da gab es dann zwei Ergebnisse. Das erste Ergebnis des positiven Psychologen war, die soll einfach mal vorbeikommen, die hat das noch nicht verstanden. Mein erster Impuls war, die Faust zu nehmen und ihm sehr, sehr intensiv klarzumachen, was diese Frau da gerade erlebt. Da habe ich dann drauf verzichtet, weil ich mir gedacht habe, nein, es gibt auch andere Wege. Das andere war, mit der Geschäftsführung des Unternehmens zu sprechen. Was wisst ihr eigentlich, was hier bei euch passiert? Das ist jetzt nur der eine Fall, den wir zufälligerweise kennengelernt haben. Was ansonsten noch passiert, weiß ja keiner. Wie viele das eventuell noch betrifft, die das nicht sagen können. Also keine Ahnung, wie groß bei sowas die Dunkelziffer ist. Ja, das Ergebnis war, das sind doch erwachsene Menschen, die sollen das mal unter sich klären. Wir machen hier Selbstorganisation. Ja, ich hatte gar nicht so viele Hände, wie ich facepalmen wollte. Also, Wahnsinn. Naja, anyway, die Lösung bestand dann darin, für die Person einen neuen Arbeitsplatz bei einer anderen Firma zu finden. Die Positivpsychologen sind dort, glaube ich, immer noch aktiv. Das, was dort passiert ist, diese Aussage, die Person hat es einfach nicht verstanden, die soll mal dazukommen und es begreifen, was wir tun, das ist soziopathisches Verhalten. Da hat jemand keine Empathie. Soziopathie ist die Abwesenheit von Mitgefühl für das Schicksal anderer Menschen. Das hatte der Mensch überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber das Coole ist, und das ist die Grundhaltung der positiven Psychologie, ich kann die Verantwortung immer ans Individuum delegieren. Ich muss mir als Gruppe über Verantwortung, über das Schicksal des Einzelnen keine Gedanken machen. Wenn es jemandem nicht gut geht, hat er es halt einfach noch nicht verstanden. Es gibt wunderbare Bücher darüber, unter anderem von Barbara Ehrenreich, das Smile or Die. Sehr, sehr hilfreich, das mal zu lesen, vor allem wenn man sich mit solchen Dingen beschäftigen möchte und an der einen oder anderen Stelle diesen Dingen begegnet. Das war so ziemlich das Heftigste, was ich so erleben konnte. Ja, was gibt es noch? Demontieren durch Wertschätzung. Auch Wertschätzung ist wieder so eine Geschichte, das dem kann man mit gesundem Menschenverstand nicht widersprechen, da kann man nicht dagegen sein. Blöd nur, wenn es algorithmisch trainiert wird. Und da habe ich in einer Firma was ganz Spannendes erlebt, nämlich, dass die Wertschätzung auch trainiert wurde in Form von Kommunikationsmustern. Wie kommunizieren wir und wie drücken wir Wertschätzung aus? Und einer der Punkte war, wir bedanken uns für Wortbeiträge in Meetings. Das haben die Leute halt gelernt und das kann man relativ leicht in sein eigenes Verhalten übernehmen und dann fängt man halt an, sich zu bedanken. Jemand sagt was, ja, danke für den Beitrag, nächster. Führte dann dazu, dass an der einen oder anderen Stelle Leute, die halt eher so kritische Blickpunkte haben und auch mal was Unangenehmes auf den Tisch legen und sagen, das müssten wir eigentlich mal besprechen, dass ich halt bei denen für den Beitrag bedankt wird, aber dieses vielen Dank für den Beitrag, das dem formalen Weg der Wertschätzung völlig genügt hat, informell halt ausgedrückt hat, halt den Mund, jetzt nicht. Das geht aber durchaus noch weiter. Das muss sich nicht auf Meetings beschränken. Man kann die Wertschätzung auch zum Ausdruck bringen, wenn so ein Mensch dann in die Kaffeeküche kommt und halt die benutzte Kaffeetasse direkt in den Geschirrspüler räumt. Wenn dann von der Seite so ein Danke für deinen Beitrag kommt, dann weiß man, dass man das mit der Wertschätzung im Unternehmen echt geschafft hat. Dann ist da wirklich was kaputt gegangen. Und Wertschätzung ist ein Thema, das entsteht vor allem aus Haltung. Wie trete ich jemandem gegenüber? Wertschätzung entsteht nicht durch das Abarbeiten von Kommunikationsregeln, durch das Auswendiglernen von Kollektivwerten, die man sich gegeben hat. Wertschätzung entsteht tatsächlich durch das respektvolle Interagieren von Individuen.
Wenn ich das nicht mache, wenn ich die, ja, die Muster der Wertschätzung, die im Unternehmen gelebt werden sollen, ich liebe dieses Wort, dass irgendetwas gelebt werden soll, wenn man die halt, wie soll ich sagen, wenn einem die Benutzung da etwas entgleitet, dann kann es da ganz schnell passieren, dass man Menschen tatsächlich durch solche, ja, am Ende werden es Phrasen werden, demontiert und die Menschen nicht mehr ernst genommen werden. Das ist eine Form von Mobbing. Was gibt es sonst noch? Stressen durch Führungskräftewahlen. Führungskräftewahlen, jetzt ist das Erste, wo man nicht so automatisch so hundertprozentig und absolut dafür sein muss, wenn man das sieht und liest. Es gibt einige Unternehmen, die machen das. Bei einigen funktioniert das ganz gut. Das sind meistens kleinere Unternehmen oder sie machen es in kleineren Kontexten. Je größer eine Organisation wird, umso schwieriger wird das mit diesem Wählen von Führungskräften. Gibt es ganz spannende Untersuchungen dazu. Was auf jeden Fall interessant wird, ist der Stress, der dadurch plötzlich entsteht. Weniger für die einzelnen Mitarbeiter, aber für die Menschen, die in Führungsrollen sind. Da entsteht nämlich eine ganz interessante Art von Stress. Wenn ich einmal als Führungskraft gewählt worden bin, dann ist das was, wo eine Gruppe von Menschen mir ein gewisses Vertrauen ausspricht. Die wählen mich nicht, weil sie mich für einen Idioten halten. Die wählen mich, weil sie glauben, ich kann irgendwas, was sie vertreten, ihnen dabei helfen, besser zu werden. Wie auch immer. Was dann aber passiert ist, ich will ja diesen Stand, den ich da bei den Leuten erreicht habe, den möchte ich gern erhalten. Ergo, kurze Logik, ich möchte gerne wiedergewählt werden. Also was werde ich tun? Ich werde peinlich genau darauf achten, dass das Verhalten, das ich als Führungskraft, die gewählt wurde, an den Tag lege, so kompatibel zur vermeintlichen Erwartungshaltung der von mir geführten Menschen ist, dass die mich wieder wählen. Das heißt, mein Maßstab ist in dem Moment nicht mehr, führe ich mein Team, das mich gewählt hat, so, dass es für die Organisation Team plus Umwelt optimal ist. Mein Impuls und mein Treiber wird dann immer sein, führe ich mein Team so, dass die Menschen gewillt sind, mich wiederzuwählen. Das erzeugt einen Stresslevel, der mit dem, was eigentlich in der Organisation passieren sollte, mit dem, was das Team machen sollte, gar nichts zu tun hat. Ich stehe aber ständig unter Strom, weil ich plötzlich abwägen muss, gefällt das den Leuten, was ich tue, was ich sage, was ich entscheide oder nicht? Und diese Art von Stress, die durch solche Muster erzeugt wird, durch solche Rituale, das kann auch in der Form von Mobbing ausarten für die Leute, die da Führungskräfte sind. Ist kein bewusstes Mobbing. Es gibt keine Gruppe, die irgendwie da jemanden kleinkriegen will oder so. Es ist eine soziale Dynamik, die dazu führt, dass jemand permanent unter Stress und unter Feuer steht. Ähnliches gilt für so ein Thema wie Gehaltsmitbestimmung. Ich hatte es vor Jahren selbst in meiner eigenen Firma gemacht, dass wir transparente Gehälter hatten und so. Ich habe da mittlerweile eine relativ neutrale Meinung dazu. Manchen Companies funktioniert das gut, in anderen nicht. Aber sobald ich Themen wie das Gehalt, das individuelle Gehalt von Menschen durch eine Community bestimmen lasse, werden sich dort soziale Untergruppen bilden. Also ich finde das sensationell, dass jetzt diese Zalando-Studie da rauskam. Die spielt mir total in die Karten, weil die macht das Problem, das dahinter steckt, sehr, sehr deutlich. Ne? Also jeder bewertet jeden und nur noch gefälliges Verhalten ist akzeptabel und die Führungskraft entscheidet am Ende anhand der Bewertungen, die andere Menschen mir gegeben haben, danach, ob ich mehr Gehalt oder weniger bekommen kann. Oder sie entscheiden sogar, die Gruppe entscheidet sogar direkt darüber, wie meine Gehaltsentwicklung passieren kann. Das kann in kleinen Kreisen, das kann in kleinen Unternehmen durchaus ein valider Weg sein und kann funktionieren. Es hat nur leider Gottes die Gefahr, dass wenn das zu viele Menschen werden, sich Untergruppen bilden werden, die sich gegenseitig Klüngeleien zuschieben werden. Wenn du nicht in einem bestimmten Zirkel bist, wirst du nicht über eine bestimmte Stufe bewertet. Wenn du nicht in einem bestimmten Zirkel bist, wenn du mit den falschen Leuten befreundet bist und so weiter und so fort, oder wenn du deinen Job vielleicht nur als den Job siehst, den du zwar irre gut machst, aber du eigentlich
jetzt nicht so viel privat mit den Leuten willst, dann kann das ganz, ganz schnell dazu führen, dass die Leute, um deren Gehälter es geht, gegenüber ihrer Gruppen, die über ihre Gehaltsklassen bestimmen, eine starke Verunsicherung erfahren. Die erste Angst, die meisten Leute bei dem Thema bekommen, ist die Tragik der Allmende. Meine Mitarbeiter dürfen jetzt ihre Gehälter bestimmen, die bedienen sich alle. Habe ich noch nirgendwo gehört, dass das so passiert ist. Ich habe eher immer das Gegenteil gehört. Die Leute, wenn die sich ihre Gehälter bestimmen, machen das eher unter ihrem Marktwert. Was auch eine Sache ist, wo man mal drüber nachdenken kann, wie gesund das an der Stelle ist. Also die Angst vor der Regulation durch die Gruppe ist an der Stelle etwas, das sehr, sehr stark, sehr, sehr stark wirkt. Was gibt es sonst noch? Ignorieren durch Persönlichkeitstests. Ich liebe diese Persönlichkeitstests, also DISC und REES und LUX und wie die nicht alle heißen. Es ist wunderbar zum Schubladisieren von Menschen gemacht. Man kann tatsächlich sagen, man fragt Leute nach Dingen, nach Kriterien, völlig erratisch und hat am Ende so einen Report auf Qualitätsebene von Bravo-Horoskopen, wo man dann sagen kann, okay, so bist du. Das Spannende dabei ist, die werden tatsächlich benutzt und es gibt Unternehmen und ich weiß, leider auch in der agilen Community gibt es sehr, sehr viele Leute, die aus diesen Persönlichkeitstests tatsächlich Schlüsse ziehen und anfangen, Teams zusammenzustellen anhand der Farben, die man in so einem Persönlichkeitsprofil erreicht hat. Wir brauchen in jedem Team einen blauen, einen grünen, einen gelben und einen roten. Ne? Das hat dann irgendwie De Bono gesagt und das Disney-Prinzip und dann werden Dinge miteinander vermischt, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Das Schlimme dabei ist, also es gibt eine Untersuchung, die Validität dieser Tests prüft. Das nennt sich den Barnum-Test. Es gibt bisher keinen einzigen Persönlichkeitstest, der diesen Barnum-Test mal bestanden hat. Das heißt, es gibt keinen einzigen Persönlichkeitstest, der valide ist. Die erzählen zwar immer, dass sie das valide haben, aber was passiert, wie wird die Validität von Persönlichkeitstests überprüft? Man pickt sich jemanden raus, zum Beispiel dich. Ich lasse dich jetzt diesen Test machen, lass das durch meinen magischen Algorithmus laufen, gib dir anschließend den Bericht und frag, ob du dich darin wiederfindest. Und du wirst ja sagen. Und damit ist der Test für valide erklärt. Der Barnum-Test geht ein bisschen anders ran. Der Barnum-Test geht so ran, dass er sagt, ich lasse euch alle mal diesen Test machen, generiere eure individuellen Profile aufgrund der Antworten, die ihr gegeben habt, wähle dann zufällig einen der Tests aus und gebe diesen Test jedem von euch. Das ist dein Ergebnis. Findest du dich darin wieder? Und wenn mehr als 80% der Leute, und es werden mehr als 80% der Leute sein, sich in dem individuellen Ergebnis, das alle bekommen haben, das für jeden gleich ist, sich darin wiedererkennen, dann ist der Test durchgefallen, weil dann kann er offensichtlich nichts. Mach das mal mit so einem Lux-Profil. Das ist lustig. Also es ist... Anyway, das Schlimme dabei ist, diese Tests schubladisieren Menschen in Kategorien, die viel zu eng gefasst sind und viel zu schwammig definiert sind, als dass man tatsächlich Menschen damit helfen könnte, irgendwas über sich zu erfahren, was über das Niveau von Bravo-Psychotests hinausgeht. Also ich gehöre noch zu der Generation, die als Jugendliche Bravo gelesen haben. Das ist so eine Jugendzeitschrift, da konnte man immer so, bist du ein cooler Typ, mögen dich die Mädchen? Und so, das konnte man da immer so ankreuzeln und dann kam da halt so ein Ergebnis raus. Und irgendwann hatte ich das gecheckt, wie ich die Kreuze setzen muss, dass ich immer oben lande. Und das Schlimme dabei ist aber, dass diese Tests am Ende dazu führen, dass ich die tatsächlichen Bedürfnisse und wie die Menschen tatsächlich sind, anfange zu ignorieren. Ich stecke dann halt nicht jemanden in ein Team, weil die Person irgendwas kann, sondern weil der Test gesagt hat, das ist ein roter und wir brauchen da mal zufällig noch einen roten oder einen grünen oder einen gelben, ne? Oder je nachdem, was da halt so ist. Also wenn ihr die Individualität von Menschen ignorieren wollt, wenn ihr eine Standardisierung der Persönlichkeitsentwicklung erreichen wollt, dann sind diese Persönlichkeitstests eine super Waffe. Und das sage ich als jemand, der in der DDR mal auf dem Weg war, eine allseitig gebildete sozialistische Persönlichkeit zu werden. Gott sei Dank wurde das im Alter von 9 Jahren dann abgebrochen. Ja, und dann gibt es noch, da kam die Wende, dann gibt es noch dieses wunderbare Prinzip Verantwortungsdelegation durch Coaching.
Und das ist eines der kritischsten Dinge, weil ich selbst halte Coaching für eines der wirksamsten Instrumente, die man zur Weiterentwicklung von Menschen einsetzen kann. Es ist aber gleichzeitig was ungeheuer Persönliches und was ungeheuer Individuelles. Und was ich ganz, ganz oft erlebe in Unternehmen ist, dass Coaching übergriffig wird, weil irgendjemand festlegt, eine dritte Person müsse mal gecoacht werden. Ganz heikel. Und dann gibt es immer noch diese Scheu vor der Konsequenz. Ich kenne einige sehr, sehr gute Coaches, die gehen mit ihren Coaches den Weg gemeinsam. Die sagen dem Coachee nicht, was er machen soll. Das machen die nicht, aber die gehen den Weg gemeinsam, weil die sagen, wenn ich einen Mensch begleite auf einem Weg, dann übernehme ich ein Stück weit Verantwortung dafür, wie sich dieser Mensch auf diesem Weg entwickelt. Ich kenne aber auch ganz viele Coaches, die sagen, du probier doch mal dieses oder jenes oder hier hast du eine kluge Frage. Was du damit machst, ist deine Verantwortung. Ich bin raus, ich bin der Coach. Als Coach bin ich generell für nichts verantwortlich. Und das ist eine Delegation von Verantwortung, die ist eigentlich ziemlich verantwortungslos. Das ist ein schönes Wortspiel, fällt mir gerade auf. Das ist aber auch eine Form davon, Menschen zu mobben, weil ich unter Umständen als Coach an einer Stelle bin, wo ich Menschen begleite, mit Menschen an einem Pfad bin, an einem Weg bin, wo ich tatsächlich Hilfestellung geben muss, wo ich einen Mensch vielleicht gar nicht allein lassen kann, wo ich das auch nicht tun sollte. Und an der Stelle kann das Resultat von Coaching tatsächlich sein, dass ich unterstelle, ohne es gewollt zu haben, einen Mensch gemobbt habe, einen Mensch allein gelassen habe, in einer Situation ausgegrenzt habe, mit der der Mensch vielleicht völlig überfordert ist. Das ist jetzt so eine Auswahl von Mobbing-Techniken für agile Coaches. Ich habe jetzt überlegt, warum passieren denn diese Dinge eigentlich? Also wie kommt es dazu, dass clevere Geschichten und gut gemeinte Dinge so schief gehen? Und da gibt es auch ein paar Erklärungen. Das erste ist der sogenannte Excel-Fehler. Es klingt so schön logisch. Wir hören irgendwas, wie bestimmte Dinge wirken, ne? Achtsamkeit ist eine gute Sache, die, wenn du das machst, dann wird dir dieses oder jenes widerfahren. Und das klingt total, total logisch, das klingt total kausal und ist durch anekdotische Evidenz auch immer schön zu erklären, aber halt blöderweise nicht unbedingt belegt. Das ist so ein Punkt, der führt ganz, ganz oft dazu, dass Methoden, Praktiken angewendet werden, außerhalb, ohne wirklich verstanden zu sein, außerhalb dessen, was über die Wirkungsweise der Praktik bekannt ist. Dann gibt es sowas, das habe ich von meiner Frau gelernt, die ist Kulturwissenschaftlerin, Dynamik von Minderheiteneinfluss. Es gibt Gruppen, die praktizieren irgendwas, die tun irgendwas und plötzlich fängt es an, für andere attraktiv zu werden und dann fangen die anderen auch an, das zu tun und es breitet sich aus und weitet sich aus und wird dann von anderen Menschen unter Umständen als eher unangenehm empfunden. Sie können aber nichts dagegen tun, weil die Befürchtung so ein bisschen ist, ja, wenn das jetzt immer mehr machen und das immer weiter wächst und sich ausbreitet, dann muss ich wohl irgendwie damit klarkommen, muss das irgendwie für mich akzeptieren. Eine andere Geschichte ist, mir hat es geholfen. Das ist so mein persönlicher Favorite. Also ganz, ganz viele Leute probieren irgendwas aus. Bei mir war es Personal Kanban. Ich habe vor Jahren angefangen mit Personal Kanban, habe das ausprobiert und es hat mir tierisch geholfen. Und ich habe dann auch eine Zeit lang versucht, andere Menschen davon zu überzeugen, doch Personal Kanban zu machen, weil es ja ihre gesamten Probleme lösen würde. Mittlerweile weiß ich, das war ziemlich dämlich. Weil ich habe keine Ahnung, ob es wirklich das Personal Kanban war, was mir damals geholfen hat. Ich habe das nur zufällig zu diesem Zeitpunkt gemacht. Also, ne? Was war wirklich der Auslöser? Keine Ahnung, ich werde es auch nicht untersuchen können, ich kann es nicht beweisen. Aber mir hat es auf jeden Fall geholfen, deswegen, Leute, macht Personal Kanban, das wird euch auch helfen. Also diese Haltung aus einer Erfahrung, die man gemacht hat, die man zufälligerweise überlebt hat, irgendwie eine Verknüpfung herzustellen, das war die Ursache, das ist halt auch was ganz, ganz häufig dazu führen kann, dass ich Methoden oder Ansätze, die ich nicht wirklich verstanden habe, benutze und dann Menschen dadurch unter Umständen sogar mobbe. Ja, dann gibt es dieses Konvertiten sind die schlimmsten Missionare. Jemand hat eine neue Methode entdeckt
Und diese Methode ist super, weil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da gibt es tausende Argumente, warum diese Methode so super ist. Und was macht man natürlich? Man bringt diese Methode allen anderen bei. Das ist quasi die Extremform von mir, hat es geholfen, weil hier hatte ich in der Regel noch ein Training dazu. Da hatte ich dann irgendwie jemanden, der hat mir das beigebracht, habe vielleicht sogar ein Zertifikat dafür bekommen und bin jetzt halt, was weiß ich, keine Ahnung, irgendwas certified. Das Schwierige dabei ist, man kann das beobachten, wenn Menschen einer Religion beitreten oder die Religion wechseln. Die werden auf alles, was in irgendeiner Form gegen diese Religion gerichtet ist, ungeheuer empfindlich reagieren. Das ist nicht zulässig, das ist nicht akzeptabel in dem Moment. Ich bin konvertiert und ich habe jetzt die Wahrheit gefunden. Und mit dieser Wahrheit beglücke ich jetzt den Rest der Menschheit. Und wehe, du sagst irgendwas dagegen, dann hast du es einfach nicht gecheckt. Und du hast keinen Respekt mir gegenüber und so weiter und so fort. Und wenn solche Leute anfangen zu missionieren, ich meine, es gilt ohnehin, missioniere niemals und niemanden, wenn solche Leute anfangen zu missionieren, dann wird es halt echt schwer, über den Inhalt dessen, was sie da, was vielleicht sogar eine gute Idee ist, aber über diesen Inhalt mal sachlich zu diskutieren, weil die sind emotional damit verhaftet. Die können nicht an der Sache, über die Sache sprechen und an der Sache diskutieren. Dann gibt es diesen wunderbaren Punkt, also es gibt von Morgan Freeman dieses wunderbare Bild, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Menschen alles glauben, wenn man behauptet, Wissenschaftler hätten es herausgefunden. Und wenn man durch die Bücherregale der Ratgeberliteratur heutzutage mal so durchblättert, da ist auf jedem Buch irgendwie ein Doktor oder sonst was drauf und es wird erklärt, dass es ein Wissenschaftler sei. Das Problem ist, der Ausdruck Wissenschaftler ist halt durch nichts in irgendeiner Form geschützt. Also Wissenschaftler kann sich jeder nennen. Ich brauche bloß ein Experiment machen, ob wenn ich mein Handy hier hinfalle und das runterfällt, ob das tatsächlich stattfindet, schon kann ich mich Wissenschaftler nennen. Ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber es gewinnt unheimlich viele Leute, weil wir kurioserweise durch das, was in der Aufklärung erreicht worden ist, Wissenschaftlichkeit durchaus als was anerkennen, das zu respektieren ist. Das Gemeine ist, die wenigsten von uns, ich schließe mich da gar nicht aus, können auf den ersten Blick erkennen, ob jetzt so eine These, so eine Behauptung, so eine Untersuchung wirklich wissenschaftlich vonstatten gegangen ist oder nicht. Wir lesen, es ist wissenschaftlich, Wissenschaftler haben es herausgefunden und neigen dazu, dem eine wesentlich höhere Glaubwürdigkeit zuzuordnen als Dingen, wo das nicht der Fall ist. Dann der Wunsch, das ist auch so ein zutiefst menschlicher Wunsch, Dinge zu kategorisieren, Dinge möglichst leicht zu kategorisieren. Ich habe vor ein paar Wochen gelernt, in Österreich gibt es das schöne Wort Schubladisieren dafür. Man packt Dinge in Schubladen und kann die dann immer wieder aufziehen. Also ein traumhaftes Wort, Schubladisieren. Es gibt auch die Substantivierung davon, die Schubladisierung. Also nehmt das in euren Wortschatz auf, ein ungeheuer hilfreicher Begriff. Aber das ist halt was an sich so ein Stück weit schubladisierend ist, ein Grundmechanismus des menschlichen Gehirns. Wenn wir Dinge wahrnehmen, takten wir die ein anhand von abstrakten Modellen. Also wir schubladisieren die ganze Zeit. Menschen, die nicht dazu in der Lage sind, zu kategorisieren, die nimmt man als psychisch krank wahr. Das gibt es durchaus, dass da Menschen ein Problem damit haben, aber kategorisieren ist erstmal gesund. Also ein Zeichen dafür, dass das Gehirn gesund ist. Das Gemeine ist, wenn das mit der Kategorisierung übertrieben wird und wenn wir versuchen, Dinge zu kategorisieren, für die es eigentlich keine Kategorisierungen gibt und wenn wir diese Kategorisierungen dann zu einer allgemeinen Wahrheit erheben, wie es bei diesen Persönlichkeitstests häufig gemacht wird. Da wird einerseits der Wunsch adressiert, ja, anhand von so einem Persönlichkeitstest kann ich super Menschen weiterentwickeln und ich muss ja nur darauf achten, in welchem dieser Quadranten, mit welcher Farbe ist dieser Mensch jetzt markiert und genüge dann dem Wunsch, meinem Wunsch nach einer möglichst einfachen Idee, wie ich Menschen entwickeln kann, habe aber unter Umständen den Menschen total Unrecht getan, weil diese Art der Kategorisierung nicht passend fürs Problem ist. Ja, und dann gibt es noch das Haltungsproblem. Da sind wir dann unter anderem bei den Positivpsychologen wieder angekommen. Ich habe die Welt besser verstanden als andere. Das merkt man immer, wenn man mit Menschen über Unternehmenskultur diskutiert. Also wenn so ein Satz fällt wie, wir müssen unsere Kultur ändern, dann ist es ein sehr, sehr starker Indikator dafür, dass dieser Mensch tatsächlich die Welt wesentlich besser verstanden hat und genau weiß, wie eine Kultur auszusehen hat, damit es gut wird.
auch aus so einer Haltung heraus entstehen ganz, ganz viele Anwendungen von den Praktiken, die ich gerade gezeigt habe, die dann an der einen oder anderen Stelle stark dysfunktional wirken können und dem, ja, dem eigentlichen Ziel der Geschichte ein Stück weit entgegenlaufen. Das sind jetzt alles Erklärungsversuche. Es gibt tonnenweise Literatur dazu im Netz. Es gibt wunderbare Zeitschriften und Bücher. Gleich. Du frag einfach, ich wiederhole die Frage. Was für mich so ein bisschen die Frage ist, es klingt sehr schön logisch. Diese ganzen Erklärungsversuche und diese auch ganzen Dinge, die du jetzt aufgezeigt hast, sind für mich Dinge, die kann ich auf jede Argumentation, jede Diskussion nehmen. Das sind für mich bis zum gewissen Maße viele Totschlagargumente, weil egal wo ich ansetze, ich kann eigentlich nichts mehr glauben. Also wie kann ich Verhaltensweisen jetzt noch oder Argumente glauben oder nicht glauben, wenn es eigentlich entweder für mich das Gefühl, das ist logisch oder es ist wissenschaftlich oder es gibt gewisse Leute, die das sagen. Also was ist der Ausweg? Karl Popper. Genau, der hat eigentlich an der Stelle die Sichtweise in die Welt gebracht, wie man auf sowas gucken kann. Nämlich immer, wenn ich eine These habe, wenn ich eine Idee habe, wie eine Methode, die auf eine bestimmte Art funktionieren kann, dann sollte ich aufhören, nach Beweisen für meine These zu suchen. Ich sollte anfangen, die These zu widerlegen. Und wenn mir das nicht gelingt und wenn das anderen nicht gelingt, dann kann ich davon ausgehen, dass in dieser These ein Stück weit Validität drin steckt. Das ist eine Herangehensweise, die hilft mir dabei mit Dingen wie, es klingt so schön logisch, mir hat es geholfen, wissenschaftliches und so, damit gut umzugehen. Das ist ja eigentlich ein wissenschaftlicher Ansatz. Genau. Genau. Aber es ist halt was anderes, wenn mir jemand ein Paper zeigt, wo drin steht, also wir haben jetzt eine Untersuchung gemacht, irgendeinen Effekt in der Soziologie oder Psychologie und haben auf folgende Weisen, also wir haben die These formuliert und haben auf folgende Weisen versucht, die These zu widerlegen. Es hat unter den und den Bedingungen nicht funktioniert, also gehen wir davon aus, unter den Bedingungen wird diese These stimmen. Das ist was völlig anderes, als wenn mir jemand sagt, ich habe letztes Wochenende an meinem Kühlschrank ein Personal Kanban Board angebracht und ich habe ein Buch darüber gelesen, wo ein Doktor geschrieben hat, Personal Kanban ist gut und das funktioniert bei mir, ergo der Beweis ist erbracht, Personal Kanban ist gut. Ne? Also die Sichtweise ist eine andere. Und was ich halt sehr, sehr oft erlebe in Diskussionen mit Leuten, da haben wir in der gesamten Agile Community so ein bisschen ein Problem damit. Wir versuchen immer wieder durch Geschichten, durch Ereignisse zu bestätigen, dass unsere Modelle, unsere Ansätze, unsere Wege funktionieren. Wir suchen aber extrem selten danach, nach Dingen, ja, unter welchen Umständen würde es denn nicht mehr funktionieren? Was muss ich tun, um diese Methode kaputt zu machen? Wann hört das auf? Um dann in der Lage zu sein, zu sagen, okay, in diesem Kontext, unter den Rahmenbedingungen, da ist diese Methode, da ist diese Hypothese valide und da kann ich sie einsetzen. Und das betrifft eigentlich alles, was in irgendeiner Form damit zu tun hat, dass ich versuche, das Verhalten von Menschen zu beeinflussen. Das ist ein relativ schwieriges Feld und ich komme halt auch ganz schnell an moralische Punkte, wo es echt ethisch fragwürdig ist, wie ich mit sowas umgehe. Ich meine, das Personal Kanban ist da eine relativ triviale Geschichte, wo es ethisch wahrscheinlich weniger Schwierigkeiten gibt als mit der positiven Psychologie. Hilft dir das jetzt erstmal? Ja, also für mich würde das jetzt bedeuten, dass es vor allen Dingen Sinn machen würde, Leute mit wissenschaftlichen Methoden und eigentlich wissenschaftlichen Denken zu schulen. Ja. Um somit auch zu unterscheiden, ist der Persönlichkeitstest trivial oder validiert? Genau. 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 Das wird. Der Ansatz dazu wird kurioserweise tatsächlich in der Schule schon gemacht, weil ganz viele dieser Dinge lassen sich mit Statistik adressieren und Statistik ist 9., 10. bis 12. Klasse wird durchaus in der Schule unterrichtet, nur halt nicht mit praktischen Anwendungen hinterlegt, wie zum Beispiel, ich fände es total cool, so auf dem Gymnasium in der 11. Klasse mal in Mathe zu untersuchen, wie valide so ein Bravo-Psychotest ist. Das wäre ein cooles Experiment. An der Stelle fehlt halt eine Brücke und es gibt relativ wenige Gebiete, wo das tatsächlich
Teil eines Curriculums, einer Ausbildung von einem Studium ist, dieses Herangehen. Bitte ins Mikro. Ich fürchte, dass das ein Weg in Traurigkeit ist, denn tatsächlich, gerade wenn etwas sehr gut in meinen Kram passt, versuche ich trotzdem eine wissenschaftliche Begründung für diese Theorie und These irgendwo zu erhalten. Frage nach, gibt es da so etwas? Meistens kriegt man relativ offen gesagt, nein. Öfter habe ich auch die Antwort, okay, ja, da gibt es was, dann hake ich nochmal nach, noch ein paar Wochen lang, es kommt dann aber nichts. Das heißt, sehr wenig von dem gerade bei uns in der agilen Community, was wir denken, das ist richtig, das ist der gute Weg, es irgendwo belegt zu finden, ist, ja, Nadel im Heuhaufen. Zumindest meine Erfahrung. Oder vielleicht habe ich nur falsch gesucht. Es gibt Dinge, die sind ganz gut untersucht. Es gibt Dinge, da gibt es nahezu keinerlei Untersuchungen dazu. Also das sprengt jetzt auch den zeitlichen Rahmen, da drauf einzugehen. Aber was man natürlich machen kann, ist, das ist meine Strategie, mit sowas umzugehen, wenn ich irgendwo ein Buch über eine Methode gefunden habe, lese mir das durch und finde das plausibel, dann fange ich an zu suchen, ob es irgendwo ein Buch gibt, das diesem Buch widerspricht. Mein Lesemodus ist immer so, wenn ich ein Buch gefunden habe, was ich super fand, dann lese ich meistens so 2 bis 3 Bücher, die dem widersprechen. Das justiert die Sichtweise darauf ein Stück weit. Ich finde die 2 bis 3 dann meistens doof, aber es macht halt einfach den Kopf an der Stelle ein Stück weit auf, und das führt nicht unbedingt zu Traurigkeit, muss ich sagen, das führt im Gegenteil zu sehr, sehr spannenden Erkenntnissen, weil es ist mir tatsächlich schon passiert, dass Leute, die nicht meiner Meinung waren, recht hatten, was eigentlich gesetzmäßig nicht sein kann. Ich wollte das auch nochmal unterstreichen. Es ist eine unglaublich erleuchtende und schöne Erfahrung, festzustellen, dass man von etwas ultra fest überzeugt ist und es ein Ding der Unmöglichkeit ist, dass irgendeine andere Position irgendeine Form von Validität aufweisen könnte. Und dann eine Situation entsteht, in der man feststellt, oh, es gibt ganz viele andere Leute, die andere Meinungen haben. Also das ist schon mal erstmal sozusagen diese Wahrnehmung zuzulassen und dann vielleicht später sogar festzustellen, oh, also die haben da irgendwie sozusagen, es gibt einen Grund, warum die eine andere Meinung haben, dem ich mich sogar selber anschließen kann. Ja. Das finde ich tatsächlich in der eigenen Erfahrung alles andere als traurig. Ja. Da gab es noch eine Frage. Ja, wunderbar. Also da würde ich mich direkt anschließen. In der Praxis haben wir ja ganz häufig, wenn wir Tools einsetzen, doch die ein oder anderen Widerstände dagegen. Aber wir haben auch einen Mechanismus der kognitiven Dissonanzvermeidung, den wir selber trainieren können. Das heißt, wir Menschen, du hast es vorhin auch schon angesprochen, wir haben gerne Muster, die in unser Bild passen. Ja. Und wir können uns aber auch selber trainieren, zu sehen, ah, da ist jetzt ein Muster, das piekst mich eigentlich und ich setze mich jetzt gerade mal anders hin, dass es nicht piekst. Und da können wir uns trainieren, das auch wirklich wahrzunehmen. Also wie du sagtest, in die Wahrnehmung, dass andere dagegen sprechen, das ist ein Training der Selbstreflexivität, dass man für sich so gestalten kann, und dann kann ich auch selber Tools entlarven. Also brauche ich dann nicht Wissenschaftler in Frage zu stellen. Ja. Ich brauche auch nicht 2 oder 3 Bücher lesen, auch wenn ich deine Empfehlung nicht widersprechen will. Aber die Kombination aus unserem gesunden Menschenverstand und unserem Herz und einer gesunden Offenheit der Kritik gegenüber oder dem Widerstand, und das nicht als Verzweifeln lassen oder als Traurigkeit, sondern zu sehen, okay, jetzt lerne ich da weiter. Habe ich jetzt gut gemeint, mein Personal Kambad, aber war halt nicht. Genau. Also immer davon ausgehen, der andere könnte recht haben. Das ist was, das ist ganz hilfreich. Zum einen vielen Dank für deinen Vortrag. Insbesondere ich habe noch vorhin, aber ja, danke. Okay, zu dem Teil. Aber ich habe da auch noch eine Frage dazu zum Thema den Weg raus. Vielleicht habe ich aber auch einige Aspekte von Agile einfach nicht verstanden. Das Iterieren alleine ist doch der definierte Umgang mit Annahmen. Wenn ich etwas liefere aus meinem Backlog, ganz einfach, dann ist diese Lösung eine Annahme, dass sie ein Problem löst, und dann kriege ich mein Feedback darauf und gehe weiter. Ich habe doch eigentlich in der agilen Welt einen eingebauten Mechanismus genau dafür.
Also mir ging es jetzt nicht um die Mechanismen, die in Richtung Produktzufriedenheit bei Kunden oder so sind. Mir ging es jetzt um die Art und Weise, wie wir Menschen in diesen Organisationen versuchen weiterzuentwickeln. Ja, genau. Kam an, absolut. Ich wollte damit eigentlich nur versuchen, einen Schulterschluss zu haben, dass ich tatsächlich auch wie ich als Coach im Umfeld mit meinen Menschen umgehe, iterativ immer wieder unter die Lupe lege, um zu sagen, das kann halt kritisch sein. Muss ich korrigieren. Warum? Weil, na, wenn in meiner ersten Iteration der positiven Psychologie das Feedback ist, da fangen Leute an, sich zu ritzen, dann ist das ein Ergebnis, das ich eventuell nicht in Kauf nehmen möchte. Wo ich auch durch die Iteration wo ich in der Iteration einen Schaden angerichtet habe, wo ich nicht einfach sagen kann, ich mache jetzt die nächste Iteration und dann wird alles wieder gut, ich fixe das. Also das ist tatsächlich was, das Iterieren und Ausprobieren, sobald es um Menschen geht, ist was, das sollte ich mit ganz spitzen Fingern machen und mit einem hohen moralischen und ethischen Anspruch, einem anderen Menschen nie zu schaden. Stimme ich zu, absolut. Ich bin gleich fertig. Dennoch, ich bin ja nicht frei von Fehlern. Also es wird passieren, dass genau. Die Situation, mit dass sich jemand körperlich Schaden zutut. Auch seelischen. Also der seelische ist manchmal noch ja, der wesentlich ist, schlimmere. Ich versuche das ja nicht absichtlich, aber in irgendeiner Art und Weise. Ja gut, für mich war tatsächlich Iteration immer auch ein Umgang mit Annahmen. Zu sagen, was ich hier tue, das ist kein gelerntes Gesetz. Es kann falsch sein. Ja, Das ist auch richtig und in dem Moment, wo man merkt, ich habe was falsch gemacht, dann zu sagen, okay, ich wollte es nicht, es tut mir leid, ist auch valide. Das Problem beim Entschuldigen ist, die Menschen, die betroffen sind, die müssen nie mit meiner Absicht leben, die müssen immer mit der Konsequenz leben. Und das ist eine Form von Haltung, die ich gerade als Coach unbedingt haben sollte, weil, wie gesagt, ich arbeite dort mit Menschen und ich manipuliere teilweise an diesen Menschen. Und das ist ein Feld, das ist nicht so leicht, wie das manchmal klingt, wenn man die Methoden so hört. Ich habe das Gefühl, wir reden sehr viel von richtig und falsch. Und wenn wir so von Rumi ausgehen, jenseits von richtig und falsch, gibt es einen Ort, da treffen wir uns, habe ich so das Gefühl, jetzt also diese Denkweise noch ein Stück weit aufzunehmen. Also ich merke es in der Agilität immer ganz stark so, oh, Taylorismus geht gar nicht. Und so dieses, auch ein bisschen dieses Aufmachen, dass voll viele Dinge möglich sind, dass man das in das Gespräch auch mehr reinbringen sollte. Das ist das Erste. Und mein zweiter Gedanke ist auch, dass gerade bei vielen Agile-Coaches, die ganz stark aus der Prozesswelt kommen, dann auch ganz viel anfangen, mit Menschen zu arbeiten. Und an manchen Stellen habe ich das Gefühl, und auch bei ein paar Kollegen und Kolleginnen, die ich kennengelernt habe, so dieses ein Fehlen von Haltung und manchmal auch ein Fehlen von Kompetenz, dass man sich auch ein Stück weit überlegen muss, was kann ich wirklich leisten und was kann ich wirklich tun und wo endet auch meine Kompetenz, meine Möglichkeiten und dass man vielleicht auch auf das ein Stück weit stärker eingehen kann, dass wenn ich einen Prozess einführe, immer überlege, wie arbeite ich mit Menschen und was kann ich da auch gut reinbringen, aber an welchem Ding mache ich auch Halt, also ja. Wir sind ja alle keine Therapeuten. Genau. Und da einfach ein bisschen die Unterscheidung zu treffen und manchmal verfließen da Dinge ein bisschen ja. Zu stark. Und ich hätte das Gefühl, dass es hilfreich von uns wäre, wenn wir da achtsamer wären. Das ist eine super Überleitung zu meiner letzten Folie. Ich wünsche mir nämlich etwas. Ich wünsche mir, dass bei der Einführung von Achtsamkeit in Unternehmen mit der gleichen Achtsamkeit vorgegangen wird, die man da einführen möchte. Ich weiß, dass es ein sehr, sehr großer Wunsch ist. Bitte? Genau. Ich denke aber, dass so ein etwas rekursives Denken und genau das, was du jetzt dankenswerterweise gesagt hast, ein zumindest dazu führt, zu erkennen, wenn irgendetwas schief zu gehen droht. Wir werden es nicht immer verhindern können und wir werden nicht ausschließen können, dass wir im menschlichen Miteinander manchmal Situationen unabsichtlich provozieren, die andere Menschen verletzen oder die anderen Menschen Schaden zufügen. Aber wir können zumindest anfangen, da ein gewisses Gespür dafür zu entwickeln. Und ich würde mir das wünschen und ich würde mir auch wünschen, dass vielleicht einige von euch mit einer Idee heute hier rausgehen und sagen, ich habe in Zukunft ein Auge, das wachsam in so eine Richtung blickt. Damit wäre ich durch und stehe natürlich noch für Fragen und weitere Diskussionen zur Verfügung. Vielen Dank. Vielen Dank.
geht. Man muss nur laut reinsprechen. Ich habe eigentlich gar keine Frage, sondern nur eine Ergänzung, weil das war gerade ein Moment, wo ich nochmal gedacht habe, ja, was Manuela gesagt hat. Es kann aber auch passieren, dass Leute, die eigentlich von der Prozessseite kommen und sehr stark sich da auch zu Hause fühlen, plötzlich in Rollen rutschen durch eine Umfirmierung von Rollen, die mal anders hießen. Und plötzlich sind die Coaches, die überhaupt keine Ahnung haben, ja, von solchen Ansätzen, von so einer Haltung, wo grenze ich eine Therapie ab, wie ist meine Verantwortung, ja, Sachen auch anzunehmen. Das war für mich total wertvoll. Danke. Ja. Das weitere Fragen oder Kommentare? Ein Punkt. Ja. Erstmal vielen Dank, viel Anregung. Ich habe noch ein anderes Thema damit, da ich jetzt so, also ich habe manchmal so das Gefühl, wenn du diese Folie aufzeigst, was da so alles passiert, immer mit rechts und links und so, dass auf der rechten Seite oft Sachen sind, die eben wissenschaftlich schwieriger zu erreichen oder zu messen sind und dann manchmal in solche Prozesse reingegossen werden, die dann was messen wollen. Und das da hängt es manchmal an der Stelle. Das andere, was ich noch habe, ist, also ich bin selbst eben nicht aus dem BWL, sondern habe diesen erweiterten Coaching-Hintergrund, sage ich mal, mit Psychologie und so weiter. Und ich spüre oft auch wirklich eine Angst, egal in welches Unternehmen ich reingehe, wenn ich sage, ich habe eben nicht den BWL-Hintergrund, dann heißt, jetzt kommt die Psychotante. Und ich denke mir, shit, das ist eigentlich genau andersrum. Also ich bin manchmal da vorsichtiger als andere und wünsche mir da eigentlich auch manchmal so eine Offenheit dafür, dass das jetzt eben auch anders angegangen wird. Ja? Mhm. Oder dass da wirklich auch eben wieder eine ganz andere Perspektive reinkommt, und zwar eine professionelle Perspektive. Mhm. Und das merke ich dann manchmal wieder so an der anderen Stelle. Ich könnte es genauso andersrum. Kommt ein BWLer zum Psychologen, die sagen, um Gottes Willen, mit dem kann man nicht reden. Ja? Also es ist ja immer das Gleiche. Also auch da wieder Schubladisierung aufmachen. Ja. Entschubladisieren, sondern eher sagen, hey, das ist eine Ergänzung zu uns. Wir müssen nur gucken, wie kommunizieren wir es eigentlich. Ja. Also ich bin ja selbst vom Hintergrund her auch Informatiker. Ich habe x Jahre Informatik studiert und habe mir dann mal tatsächlich nochmal 5 Semester Psychologie gegönnt, mal zu verstehen, wie blicken denn andere auf die Welt. Und das Interessante war eigentlich, ich habe dann verstanden, warum viele Kollegen und Kolleginnen, die aus der Informatik kamen, unglaubliche Probleme mit ihrer Rolle als Scrum Master haben. Weil in einem Informatikstudium wird man sehr, sehr stark in eine Richtung geprägt, algorithmisches, prozessuales Denken, analytisches Denken. In der Informatik gibt es außer in der Fuzzy Logic keine Paradoxien, die aber im menschlichen Miteinander völlig normal sind. Und dann wird jemand, der nicht mit Paradoxien umgehen kann, plötzlich Scrum Master, und die Kernaufgabe eines Scrum Masters ist Paradoxie-Management. Die Menschen sind erstmal verloren. Das Fiese ist, das ist im Certified Scrum Master in der Ausbildung halt nicht enthalten. Ne? Und genau an den Stellen wird es dann halt schwierig, weil dann versuchen die im besten Wissen und Gewissen Dinge zu tun, informieren sich, versuchen zu lernen. Die sind ja auch alle nicht doof, die Leute. Das will ich mit keinem Wort sagen, sondern sie versuchen halt mit der Art und Weise, wie sie gewohnt sind, sich Wissen zu erarbeiten, sich Wissen in einem Bereich zu erschließen, für dessen Erschließung sie überhaupt keine Qualifikation bisher erlangen konnten aufgrund ihres beruflichen Werdegangs. Also man kann das den Leuten nie zum Vorwurf machen. Aber es ist genau der Punkt. Ich brauche halt die Unterschiedlichkeit der Sichtweisen, um an der Stelle was vorwärts zu bringen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den ich aus den 5 Semestern Psychologie mitgenommen habe. Und ja, ich habe jetzt auch schon ich habe vor vielen, vielen Jahren angefangen, für solche Rollen wie Scrum Master und so primär Geisteswissenschaftler einzustellen, weil ich halt festgestellt habe, ich muss dann zwar immer erklären, was ich mit denen anfange, weil die ja nicht programmieren können, aber die haben tatsächlich einen anderen Zugang dazu, im Team und in der Umwelt des Teams eine Wirkung zu erzeugen. Das schaffen wenige ITler, die ich bisher kennengelernt habe, in einer ähnlichen, mit einem ähnlichen hohen Wirkungsgrad. Darf ich das so sagen? Wirkungsgrad. Interessantes. Aber genau.
noch andere Fragen, Kommentare, Anregungen? Ja, vielen Dank für eure Wortbeiträge im Sinne von Achtsamkeit und Wertschätzung. Und ja, vielen Dank dir nochmal, Gerrit, für deinen Vortrag. Eine kleine Aufmerksamkeit von Cybert Media und ein Hinweis, wenn ihr einen Kommentar zu Gerrit und dem, was er erzählt hat, abgeben wollt, bitte benutzt dafür die Tools for Agile Teams App. Dankeschön und gutes Mittagessen. Ja. Guten Appetit. Vielen Dank. Danke. Danke.